Ich möchte zur Pokémon-Weltmeisterschaft. Und dafür spielen wir heute ein richtig cooles Säulenteam. Und unser erster Gegner bringt direkt ein starkes und gefährliches Regenteam mit an den Start. Aber hier wollen wir doch direkt mal die Säulen ausprobieren, indem wir Gortrom und Empoleon an den Start bringen. Und dann versuchen wir es noch mit dem Bizarro-Modus rund um Porygon und Ursaluna. Dieses Team hat es auf der Louisville-Regionalmeisterschaft auf den 22. Platz geschafft, was wirklich krass ist, denn normalerweise waren diese Säulenattacken eher ein kleines Gimmick. Aber dass es eben gut auf einer Regionalmeisterschaft performt hat, ist wirklich eine coole Sache und das wollte ich unbedingt mal austesten, vor allem weil wir alle drei Säulen haben und es gibt so viele Effekte und so viele Sachen, die man da bedenken muss, deswegen wollte ich das heute auch ein bisschen dadurch erklären, weil es ist so ein langer Pokewiki-Artikel zu den Säulen, weil es einfach so viel gibt zu bedenken. Ich glaube, wir werden es tatsächlich so machen, dass wir versuchen, Mogelhieb auf Sneebos einzusetzen und einen Gähner in das Gortrom. Mogelhieb von dem gegnerischen Gortrom kommt leider schneller raus, hätte man wahrscheinlich daran erkennen können, wer schnellere Graserzeuger eingesetzt hat, also die Fähigkeit, aber da habe ich jetzt leider nicht ganz drauf geachtet und so ist das jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Trotzdem ist der Gähner hier recht gut, also ich bin jetzt hier nicht super traurig, weil wir damit relativ viel Druck aufbauen. Nur werden wir wahrscheinlich hier nicht mit dem Sumpf gerade was machen können, also mit der Säulenattacke. Und ich werde, glaube ich, jetzt hier hart rauswechseln in Porygon 2. Und wir werden hier auch auf Gähner in Sneebos gehen. Denn ich werde vielleicht mein Empoleon jetzt hier verlieren, was aber okay für mich wäre, weil ich dann einen Safe Switch in Ursaluna generiere und dann hoffentlich den Bizarro rausbekomme. Wir bekommen hier den Spezialangriffsboost, das hilft auch auf jeden Fall. Und das gegnerische Sneebos geht sogar auf Schutzschild, also es ist optimal. Warte, geht Gortrom jetzt hier auf die Kehrtwende? Ja, wahrscheinlich. Okay, das ist auch okay, würde ich sagen. Denn ich kann dann gleich nochmal Gähnerfaxen machen vielleicht mit meinem Empoleon. Und da kommt Monetigo rein. Monetigo ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht für mich, weil er nicht instant unfassbar viel Schaden hat, weil er wahrscheinlich ein Ränkeschmiedset fährt. Die Frage ist halt, ob ich jetzt Porygon 2 trotzdem Terra kristallisieren muss. Wahrscheinlich einfach wegen Nahkampf, damit ich einen Bizarro rausbekomme. Und ich glaube, wir wechseln jetzt hier hart in Ursaluna, was eine Gefahr ist. Ich weiß, weil Empoleon hat ja eine Kampfschwäche und er kann jetzt auch auf Nahkampf in den Slot gehen. Aber eigentlich ist Porygon 2 gerade auf dem Blatt Papier die größere Bedrohung. Zumindest denke ich das, dass mein Gegner das hier denken wird. Weil Porygon 2 hat den Bizarro rausholt. Und der Bizarro ist gerade gegen dieses Team hier sehr, sehr stark, weil es sehr schnell unterwegs ist. Terra-Kampf ist jetzt hier nicht optimal oder so, aber ich muss halt einfach nur Terran, damit ich eben den Nahkampf besser nehmen kann. Und es kommen die Unheilsklauen. Okay, der Gegner geht direkt darauf. Der wusste wahrscheinlich, dass ich Terra kristallisiere, aber ein bisschen gemein, muss man dazu sagen. Trotzdem ist das jetzt eine relativ solide Position, weil wir haben den Bizarro draußen, wir haben Ursaluna im Bizarro-Raum vor allem draußen. Und können jetzt hier ein paar Faxen machen. Das Monetigo ist natürlich jetzt eine kleine Gefahr, klar, aber ich glaube, das ist fein soweit. Und ich würde jetzt hier, glaube ich, einfach Eisstrahl und Fassade ganz frech in Sneebos einsetzen, weil ich rechne hier mit einem Schutzschild von Monetigo und das kommt tatsächlich. Kommt jetzt hier auch ein Schutzschild von Sneebos? Nein, kommt es nicht. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir bekommen Sneebos auf jeden Fall weg. Okay, wir freezen das Sneebos, was überhaupt nicht mattert, weil wir den KO bekommen. Aber es ist ganz witzig. So, und jetzt kommt da jetzt gleich dieses Gortrom rein, was natürlich ein bisschen gefährlich ist. Es sieht so witzig aus, wie Sneebos besiegt wird, aber immer noch dabei eingefroren ist. Auf jeden Fall stark. So, jetzt kommt gleich Gortrom wahrscheinlich rein, damit er dann Mogelhieb hat, was natürlich gefährlich ist. Da kommt das Gortrom, aber an sich okay. Ich habe ja Schutzschild auf meinem Ursaluna. Die Frage ist, ob ich jetzt hier meinen Gortrom abwerfe. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich würde einfach mal meinen Gortrom hier abwerfen. Und dann gehen wir auf Schutzschild mit meinem Ursaluna. Einfach nur, um Mogelhieb abzufangen. Er wird wahrscheinlich jetzt hier auf Goldrausch gehen. Aber ja, Gortrom paralysiert bei 24 KP ist nicht mehr das wichtigste Pokémon. Auch wenn wir jetzt hier leider nicht mehr die Säulenkombination in diesem Kampf rausbekommen. Aber wir haben ja ein paar Kämpfe noch. Und ich werde versuchen, jede Säulenkombination hier euch zu zeigen, ob ich das schaffe. Mal schauen. Aber erstmal sehen wir hier Terra Feuer. Das finde ich ja super, dass der Gegner hier auf die Terra committet, weil dann wird Monetigo auf jeden Fall nicht mehr Terra kristallisieren können, was es auch einfacher macht. Gut, gut, gut. Vor allem, der hat jetzt auch eine Wasserschwäche. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Und Monetigo geht, wie gesagt, auf Goldrausch. Damit war zu rechnen. So, jetzt könnte ich ja tatsächlich in Empoleon gehen.
Weil ich habe da die Wassersäulen, die sehr effektiv sind. Das Ding ist, Ursaluna besiegt halt immer Monetigo, ne? Ja, das ist jetzt halt die Frage, ne? Geht er auf Schutzschild oder eben nicht? Das ist jetzt so ein bisschen Gamble hier mit Monetigo, weil er hat halt Schutzschild. Und ich habe schon einmal ihn hops genommen, als er Schutzschild eingesetzt hat. Die Frage ist, ob es nochmal aufgehen wird. Das Grasfeld ist jetzt verschwunden. Das heißt, er hat keinen Prioritätsangriff mehr mit der Grasrutsche, was mir auf jeden Fall hilft. Wir haben hier noch zwei Bizarre im Runden. Okay. Ja, wir könnten auf Wassersäulen gehen. In den Slot. Aber das wird halt nicht KO'en, ne? Ja, das ist jetzt halt krass gegamble mit diesem Monetigo. Monetigo ist halt eine unfassbar große Bedrohung. Und Ursaluna ist meine beste Möglichkeit, den wegzubekommen. Das heißt, diese Runde muss jetzt aufgehen. Und ich gehe jetzt einfach mal auf Wassersäulen und Schmetterramme hier rein. Okay, er wechselt raus. Oh, das ist tatsächlich huge. Okay, okay, okay. Das könnte richtig, richtig gut sein. Pelipper kommt rein. Okay, da boostet meine Wasserattacken. Das feiere ich auf jeden Fall auch schon mal. Sehen wir jetzt hier ein Schutzschild von Monetigo oder eben nicht? Wir sehen Schutzschild. Okay. Aber es ist zumindest nochmal gut gegangen, weil der nicht mit seinem Gortrom hier drin geblieben ist. Wir bekommen auch einen potenziellen Fokusgurt von Pelipper angechippt. Das hilft auch schon mal. Wassersäulen macht sogar sehr viel Schaden. War das ein Volltreffer? Ja, okay, das war ein Volltreffer. Aber ich glaube, na, es wäre knapp gewesen, ob zwei reichen oder eben nicht. Aber jetzt reicht auf jeden Fall die nächste Wassersäule und wir können jetzt hier trotzdem nochmal Schmetterer mal einsetzen, weil wir noch eine Bizarre im Runde haben. Und hier kommt vielleicht der Versuch für ein Double Protect von diesem Monetigo, wovor ich ein bisschen Angst habe. Aber der kommt nicht durch. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Weil wenn der durchgekommen wäre, hätten wir möglicherweise den Kampf hier verloren. Wir haben trotzdem noch nicht gewonnen, weil Gortrom kommt wieder rein. Gortrom ist eine Bedrohung. Mein Vorteil ist natürlich, dass Empoleon jetzt hier relativ gut steht im Regen und sehr viel Schaden gegen das gegnerische Gortrom machen wird. Das weiß natürlich die gegnerische Seite auch und kann sich natürlich darauf fokussieren. Deswegen muss ich jetzt schauen, wie ich das am besten spiele, weil Meteorologe wird einfach mein Ursaluna besiegen, weil ich ja jetzt auch einen Spezialverteidigungsdrop drin habe. Jetzt müssen wir also überlegen, wie wir das am besten spielen, denn wir haben leider auch die Flugschwäche, was natürlich auch nicht ganz optimal ist mit unserem Porygon 2, aber wir sind in einer Range, wo wir einen Orkan leben werden. Ja, und ich glaube, das Beste, was wir aber hier erstmal machen können, ist Schutzschild einzusetzen und einfach unser Ursaluna abzuwerfen. Ich habe auch überlegt, ob man jetzt hier Porygon 2 nochmal reinwirft, aber es lohnt sich halt einfach nicht, weil Ursaluna wird hier nichts mehr in diesem Kampf machen. Da kommt Mogelhieb, damit war zu rechnen und dann jetzt Meteorologin Ursaluna. Und normalerweise sollten beide meine Pokémon zumindest einen Angriff überleben. Also der Gegner muss jetzt immer einen Double-Up machen, bedeutet halt mit beiden Pokémon ein Pokémon angreifen, um einen KO zu bekommen. Und ich weiß auch nicht mal, ob Holzhammer plus Meteorologe mein Empoleon besiegt. Weil Holzhammer ist schon stark im Grasfeld und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir können jetzt hier immer für einen KO gehen mit den Wassersäulen. Und ich denke, Gortrom ist gefährlicher für Empoleon, deswegen gehen wir da auf die Wassersäulen. Und wir werden hier versuchen, den Bizarre-Raum rauszubekommen. Es kommt die Kugelsaat. Okay, von allen Angriffen hätte ich damit eher weniger gerechnet. Wenn der 4 Angriffe bekommt, dann wäre das, glaube ich, okay. 5 Angriffe, dann weiß ich nicht, ob ich in der Range bin. Okay, da bekommt er einen Volltreffer, das ist richtig blöd. Aber 4-mal, okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Und Orkan hinterher, reicht das aus? Ach, leider reicht das aus. Empoleon hätte es fast gelebt, sage ich. Also ich weiß es natürlich nicht, ich habe es jetzt nicht nachgegalkt. Aber ich glaube, ohne den Volltreffer wären wir da schon in der Lage gewesen, das zu überleben. Aber gut, jetzt muss Porygon 2 das bisschen im Alleingang hier machen. Ja, und ich denke, wir müssen erstmal Pelipper weghauen wegen Orkan. Natürlich kann er da auf Schutzschild gehen, geht er aber nicht. Das heißt, wir bekommen Pelipper jetzt weg. Und ich glaube, das 1v1 versus Gortrom könnten wir gewinnen, je nachdem, wie viel Kugelsaat-Attacks er bekommt. Der hat halt wahrscheinlich den gezinkten Würfel, was es auf jeden Fall kniffliger macht. Weil er wird wahrscheinlich halt immer die 4 oder 5 Angriffe bekommen, wenn er eben den gezinkten Würfel hat, aber aktuell sieht es sehr danach aus. Es sind 4 Angriffe, das hilft schon mal sehr. So, das heißt, wir könnten jetzt einmal auf Genesung gehen, weil ich glaube, wir müssen jetzt erstmal das Grasfeld ausstallen, damit wir hier gewinnen können. Denn das Gortrom scheint keine Offensivweste zu tragen, das heißt, wir werden schon guten Schaden machen mit Terra-Ausbruch, Terra-Ausbruch vom Typus Kampf, aber es wird halt ein Two-Hit-KO sein trotzdem, also kein One-Hit-KO, auch mit unserem Spezialangriffs-Boost. Deswegen, wenn er hier Volltreffer bekommt oder die 5 Angriffe jedes Mal, dann wird es unangenehm. Aber der Bizarre-Raum hilft halt extrem, weil wir immer vor dem Bizarre-Raum rausbekommen. Und der Gegner bekommt immer nur diese 4 Angriffe. Hat zumindest in der einen Situation den wichtigen Volltreffer bekommen. Aber jetzt können wir nochmal auf Genesung gehen. Das Grasfeld weiter stallen. Das ist halt der richtige Play. Wir müssen das so spielen, auch wenn es nicht immer schön ist.
Aber wir wollen natürlich für den Win gehen. Und das ist halt der Vorteil in Polygon 2. Der hat halt so gute Defensivwerte, dass der manchmal im Alleingang Games gewinnt, weil die Gegner einfach nicht durchbrechen können. Und der Gegner kann vielleicht durchbrechen, wenn er jetzt hier 5 Crits hintereinander bekommt. Oder würden wahrscheinlich so 3 reichen in Kombination mit der Grasrutsche. Oder sogar 2. Je nachdem. Aber jetzt ist das Grasfeld weg. Jetzt gehen wir trotzdem noch ein einziges Mal auf die Genesung. Und dann können wir angreifen. Denn so sollten wir auf jeden Fall außerhalb der Range sein. Der Gegner macht jetzt weniger Schaden mit der Kugelsaat. Hier hat er jetzt 4-mal getroffen. Und jetzt können wir einfach auf Terra-Ausbruch gehen. Wobei es sogar, glaube ich, smarter ist, erstmal Bizarre um einzusetzen. Und dann Terra-Ausbruch. Man muss ja echt aufpassen, wie man das Endgame spielt. Ich skippe jetzt gerade ein bisschen die Kugelsaat-Animation, weil es dauert sonst zu lange. Weil wenn ich jetzt hier nicht auf die Zauung gegangen wäre und einfach auf den Angriff, hätte ich wahrscheinlich wieder verloren, weil jetzt halt eine Kugelsaat ausgereicht hätte. Jetzt muss ich mich halt wieder hochheilen und so weiter und so fort. Ist alles ein bisschen unangenehm, ja, aber muss man halt machen, wenn man gewinnen möchte. Einmal noch auf Genesung gehen, dann können wir zweimal Terra-Ausbruch drücken und dann sollten wir den Kampf auch gewonnen haben. Denn hier hatten wir noch die Chance, durch Crits besiegt zu werden und 5 Angriffe. Deswegen musste ich noch einmal auf die Genesung gehen, dass ich eben bei den vollen KP bin. Aber wir haben jetzt genau noch 2 Bizarre im Runden und 2-mal Terra-Ausbruch sollte hier ausreichen. Wir sind jetzt genau in dieser Position, in der wir sein müssen, um das hier zu gewinnen. Und das ist ein Volltreffer, der nicht mattert, weil der zweite hätte immer gereicht. Und das Gute ist, dass Kugelsaat hier nicht KO'd, außer er würde jetzt halt wirklich 5 Crits bekommen. Oder 4 wahrscheinlich noch so. Aber wir sehen, das passiert nicht. Und dadurch haben wir das Endgame richtig gespielt. Bekommen mit Terra-Ausbruch jetzt den KO. Huiuiui, das war nicht so einfach. Aber wir haben gewonnen. Sehr, sehr cool. Unser nächster Gegner hat auch Regen, aber mit einem sehr anderen Team. Vor allem dieses Salmagnus ist ja cool. Hier können wir vielleicht einfach mal mit Katapulra starten und wieder Logok mit an den Start bringen. Dann würde ich auf jeden Fall Gortrom mit reinbringen, wieder für die Pflanzen- und Wassersäulen-Kombination. Und wisst ihr was? Empoleon auch noch. Komm, alle 3 Säulen. Wir probieren es einfach. Man kann halt mit den Säulen sehr viele interessante Effekte hervorrufen. Und ich werde jetzt versuchen, ein bisschen damit herumzuspielen in diesem Kampf, weil ich sehe da ein paar Möglichkeiten. Okay, wir sehen den Electek-Lead. Das ist ja an sich gar nicht mal so schlecht für uns. Wir könnten hier einfach mal ganz frech auf die Kehrtwende gehen und Scanner einsetzen. Kehrtwende würde ein bisschen hops genommen werden, wenn er jetzt hier auf Double Protect geht. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus in der Position. Es kommt einfach ein Spotlight. Das ist gut. Das feiere ich schon mal. Und jetzt können wir unser Gortrom reinschicken und vielleicht schon ein paar Säulensachen machen. War das ein Volltreffer? Nein, das war viel zu viel Schaden. Der hat doch keinen Evoliten, oder? Das kann nicht sein, das war zu viel Schaden. Ja gut, wir werden auf jeden Fall Gortrom hier reinschicken. Denn damit haben wir dann auch direkt das Grasfeld am Start. Und können da ein paar Faxen machen. Wir haben Mogelhieb am Start. Und alles drum und dran. Knackrack wird jetzt hier entweder auf Fruststampfer oder Drachenklaue gehen. Es ist Schuppenschuss. Ah, Schuppenschuss nervt ein bisschen leider. Denn der macht natürlich guten Schaden. Vor allem, wenn er eben den gezinkten Würfel drauf hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Das sind 4 Angriffe. Das hilft zumindest schon mal. Schuppenschuss ist aktuell auch gefühlt überall. Ist aber auch einfach eine gute Sache. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass der Gegner einen Initiative-Boost bekommen hat, weil jetzt mein Logok mit Temposchub immer noch nicht schneller ist als das gegnerische Knackrack. Wir können das Knackrack aber zumindest ein bisschen aufhalten, indem wir auf Mogelhieb jetzt hier gehen und Nahkampf in Electek einsetzen. Wir haben ja gesehen, wie viel die Kehrtwende macht, also gehe ich davon aus, dass Nahkampf wahrscheinlich sogar hier einfach KO'en wird. Und dann ist unser Logok wieder schneller als das gegnerische Knackrack. Und dann können wir mit der Säulenkombination ein bisschen was machen. Also, wir stehen da auf jeden Fall gar nicht so schlecht da, würde ich sagen. Electek schon mal besiegt. Ich weiß echt nicht, was für ein Item er darauf hat. Evolit wird es wohl nicht sein. Aber nehme ich auf jeden Fall mit, genauso wie den Temposchub-Boost hier. Als nächstes kommt da Galasmogmog rein. Okay, Reaktionsgas wirkt, ist aber fein. Denn wir könnten jetzt für die Kombination aus Pflanzensäulen und Feuersäulen gehen. Und es funktioniert jetzt so. Gortrom ist langsamer als Knackrack, ja. Aber Logok ist schneller als Knackrack. Und das Gute ist, der geht sogar auf Schutzschild. Perfekt. Denn wir setzen jetzt die Feuersäulen ein. Und direkt danach kommen die Pflanzensäulen. Einfach weil Logok so schnell ist. Die Kombinationsattacke kommt raus. Die Kombi-Attacke 160 Base ist auf jeden Fall schon mal Solid Damage. Und wir haben jetzt das Meer aus Feuer. Dadurch bekommt der Gegner jede Runde ein Achtel Schaden. Außer der Gegner ist ein Feuer-Pokémon. Die beiden gegnerischen Pokémon sind keine Feuer-Pokémon. Also haben wir jetzt immer diesen Saved-Schaden auf den gegnerischen Pokémon. Was richtig gut ist. Wir verlieren leider unser Gortrom, aber das ist okay.
Denn wir können jetzt hier wieder in der Theorie mit einer Kombinationsattacke kommen. Denn wir haben ja noch unser Empoleon in the back. Das war nämlich jetzt hier ein Angriff vom Typus Feuer. Und Feuer ist natürlich nicht sehr effektiv auf Knackrack. Aber wenn wir jetzt die Feuer- und Wassersäulen einsetzen, dann ist das eine neutral effektive Attacke auf Knackrack, weil es eine Wasserattacke wird. Und deswegen gehen wir jetzt ja auch auf die Feuersäulen plus die Wassersäulen. Und das Ding ist, hierfür wird der Spezialangriff von Empoleon genommen. Gerade eben wurde er von Gortrom genommen, deswegen hat das nicht so viel Schaden. Aber Empoleon hat ja einen sehr hohen Spezialangriff. Oder auf jeden Fall einen höheren, sagen wir es mal so. Und deswegen ist jetzt die Kombinationsattacke eine 160er Base-Attacke mit einem hohen Spezialangriff. Und die KO Knackrack leider ganz knapp nicht. Aber wir haben jetzt den Regenbogen aktiv, was auch eine coole Sache ist. Und der Gegner disconnectet einfach. Der will hier nicht, dass ich die ganzen Feldeffekte ballere. Und dann kommt auch ein Schwertanz. Ja, perfekt. Deswegen kam der Disconnect. Der Regenbogen macht auch was sehr Wildes. Aber das erzähle ich einfach im nächsten Kampf. So cool, wie einfach noch das Flammenmeer Knackrack besiegt. Aber da hatte der Gegner leider echt keinen Bock drauf. Schade, ich hätte gerne weiter über diese Säulenkombination hier geredet. Unser nächster Gegner hat unser Dortmund-Lil-Team, aber mit einem Monetigo statt Magma. Sehr spannend. Aber wisst ihr was? Wir können es, glaube ich, hier wieder mit den Feuersäulen ausprobieren und auch die Pflanzensäulen mit an den Start bringen. Und dann nehmen wir wahrscheinlich Ursaluna und Porygon 2 mit. Hier wird es auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend, weil ich würde gerne auch hier den Sumpf haben, die Wasser- und Pflanzensäulen, aber ich glaube, die Kombination ist gar nicht so krass hier. Aber der Lied, der schmeckt mir schon mal. Die Frage ist, wer hat das schnellere Gortrom? Rillaboom? Ich glaube, das ist das gegnerische. Wobei, ich habe jetzt... Ja, nee, unser Rillaboom heißt Rillaboom. Perfekt. Okay, wir haben das schnellere Gortrom. Das ist gut zu wissen. Die Frage ist, wird der Gegner jetzt hier versuchen, auf Mogelhieb zu gehen oder nicht? Ich werde, glaube ich, einfach mal hier den Safeplay machen und Nahkampf-Mogelhieb einsetzen. Weil vielleicht kommt jetzt hier eben kein Mogelhieb. Und vielleicht denkt er sich auch einfach so, ja, vielleicht bin ich ja schneller. Aber leider kommt hier der Katapultra-Switch in. Das ist sehr schade. Aber wir sehen tatsächlich echt einen Mogelhieb da rein, okay. Aber der hat auch gar nicht versucht, Mogelhieb einzusetzen, sondern anscheinend einen anderen Angriff, Kehrtwerden oder Pferdestärke. So, das Interessante ist jetzt aber, mein Logok ist schneller als das gegnerische Katapultra, weil wir Temposchub haben. Das heißt, wir könnten jetzt einfach wieder Feuer- und Pflanzensäulen einsetzen und können damit das Meer aus Feuer aktivieren. Das ist wieder so ein Falleneffekt in Yu-Gi-Oh! Das Ding ist, das wird jetzt nicht super krass sein, weil Gortrom, wie gesagt, nicht den heftigsten Spezialangriff hat. Aber dieses Meer kann uns auf jeden Fall helfen, einfach diesen Extra-Chip hier zu bekommen. Und da kommen jetzt die Drachenpfeile, die okay für mich sind. Denn Logok nimmt natürlich viel Schaden, aber wird nicht besiegt. Und wenn er auf die Kehrtwende geht, bin ich okay. Wenn er mit Pferdestärke mich besiegt hätte, wäre es auch okay gewesen. So, und jetzt sind wir in einer interessanten Position. Denn da kommt wieder Glanimperio rein. So, Glanimperio könnte Tiefschlag haben. Wovon ich irgendwie ausgehe, dass er vielleicht sogar dafür geht. Wir bekommen halt den Extra-Chip mit dem Meer, wie gesagt. Das ist einfach so eine coole Sache. Der Effekt sieht halt auch einfach nice aus. Auch auf dem Glanimperio bekommen wir jetzt natürlich den Extra-Schaden. Und das kommt sogar nach dem Grasfeld, interessanterweise. Nee, es kommt erstmal und dann das Grasfeld. Okay, das ist ja ganz interessant gemacht. Die Reihenfolge, so. Und wisst ihr was? Wir setzen jetzt hier einfach Nahkampf ein. Wir werfen unser Porygon 2 rein, denn mit Porygon 2 können wir dann gleich den Bizarrwurm rausholen. Denn hier bekommen wir jetzt zum einen den Spezialangriffsboost, das hilft schon mal. Wir bekommen einen Nahkampf raus, okay, der Gegner hat wahrscheinlich predicted, dass ich irgendwas predicte oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Oder dachte halt, ja, der hat eh nur Feuersäulen, was soll der denn mir an Schaden machen, so. Wobei, er hat auch Nahkampf schon gesehen. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist super. Denn Porygon 2 bekommt nicht so viel Schaden von den Drachenpfeilen. Logok verlieren wir, aber Logok hat mehr als genug gemacht. Wir haben das Meer aus Feuer rausbekommen. Mehr können wir auch nicht machen mit den beiden. Haha, XD. Wir haben ja auch den Regenbogen-Effekt vorhin gesehen. Zur Erklärung, by the way, was der macht. Damit haben alle Attacken, die eine zusätzliche Chance haben, etwas zu bekommen, die doppelte Chance. Also Eisstrahl zum Beispiel hat eine 10% Chance, den Gegner einzufrieren. Und wenn Regenbogen aktiv ist, hat es halt eine 20% Chance. Das ist auf dem Team gar nicht so broken, weil wir haben hier gar nicht so viele Möglichkeiten, um auf so Zusatzeffekte zu gehen. Aber man könnte es natürlich damit kombinieren, dass man dann Unheilsclown Sleepos spielt und dann hat man dann eben einen 100% Effekt quasi auf diese Unheilsclown. Wäre echt ein bisschen krass, aber ja, müsste man auch auf dem Team ein bisschen schwieriger, also es ist ein bisschen schwieriger, den einzubauen, weil man hat halt schon Logok, man könnte zwei Kampf-Pokémon spielen, aber ja, ich finde das nicht so eine super Sache, deswegen verstehe ich auch den Grund, wieso man jetzt hier nicht einfach Sneebos draufgeklatscht hat, um Unheilsklauen zu drücken.
Der Regenbogeneffekt ist halt ganz nett für Eisstrahler zum Beispiel, aber es geht vor allem auch um die anderen Feldeffekte, wie zum Beispiel eben mehr aus Feuer, um Fokusgurt anzuchippen oder auch den Sumpf, den wir hoffentlich noch einmal rausbekommen werden. Ich habe das jetzt, by the way, gar nicht groß kommentiert. Wir haben hier Mogulieb eingesetzt, um die Zauberung rausbekommen. Und jetzt steht halt Ursaluna richtig gut da. Denn wir können jetzt hier einfach Schmetterer mal einsetzen und Eisstrahl in den Katapultra-Slot und sollten damit relativ gut dastehen. Boah, wenn er jetzt irgendwie Terraflug Sneebos ist, dann wäre ich ein bisschen traurig. Aber nein, der Terra hat jetzt seinen Katapultra und Terra Drache. Das ist super für uns, weil wir haben Eisstrahl eingesetzt. Und Eisstrahl auf plus 1 sollte Katapultra hier besiegen. Also ich habe davor jetzt gar nicht so viel Angst. Es kommt ein Mogulieb. Ah, okay, ja gut, das ist natürlich eine Option. Ja gut. Hätte man jetzt mit rechnen können, dass das kommt, aber ist erstmal fein. Wir bekommen hier die Schmetterramme raus, besiegen Sneebos. Ja, vielleicht hätte man da, ja, wobei, was hätte ich anders machen können? Nicht viel eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Angriff ist hier immer der Play sozusagen, denn Pulgon 2 lebt es auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, noch außerhalb der Grasrutschen-Range. Nur, dass die Schmetterramme halt sehr viel Schaden macht. Also vielleicht hätte man hier nicht für den KO gehen dürfen. Aber er hätte halt genauso gut auf Nahkampf gehen können. So, weil jetzt kommt da halt nochmal potenziell Mogulieb raus. Und das macht es ein bisschen nerviger. Aber das Grasfeld ist jetzt vorbei. Gut, ist nicht optimal, weil das Grasfeld kann einfach wieder rausgeholt werden. Mit dem gegnerischen Gortrom. Da ist nämlich dieses Gortrom. Und jetzt wird es doch nochmal tricky. Ich dachte, glaube ich, schon, dass ich das gewonnen habe. Aber ich habe ein bisschen vergessen, dass der Gegner halt noch Mogulieb einsetzen kann. So, wir haben natürlich jetzt hier Terra Geist. Und wir können hier immer einen KO claimen. Wahrscheinlich auf Katapultra. Und ich würde gerne auf Genesung gehen. Aber ist es nicht einfach der Play, hier Double zu attacken? Ja, ich glaube, wir Double attacken einfach immer. Wir sollten eine Grasrutsche überleben. Auch auf minus 1. Mogulieb kann ich auf Ursaluna bekommen. Das heißt, wir besiegen immer das gegnerische Katapultra. So, wenn er jetzt Mogulieb in Pulgon 2 einsetzt, ist es okay. Was nur schwierig wäre, wenn er mit Grasrutsche mit Pulgon 2 besiegt. Es kommt Mogulieb da rein, okay. Aber damit war ja zu rechnen. Wir bekommen mit Fassade den KO auf Katapultra. Und wir haben zwei Pokémon, die schneller sind im Bezaubern als Gortrom. Die beide die Möglichkeit haben, Gortrom zu besiegen. Okay, nee, ich habe es richtig gespielt. Ich glaube, das Einzige, wie ich das hätte verlieren können, ist, wie gesagt, Grasrutsche KO'd Porygon 2. Und dann KO'd die Grasrutsche noch Ursaluna. Also, wenn sie KO'en würde. Was ich nicht glaube bei der KP-Range. Aber er könnte halt noch einen Volltreffer bekommen und so. Also, ja. Also, ich glaube, ich hätte es auch nicht groß anders spielen können. Auch in den Turns davor, aber trotzdem habe ich mich ein bisschen zu sicher gefühlt, bin ich ehrlich. Da kommt jetzt die Grasrutsche, leben wir sie? Wir leben sie tatsächlich nicht, okay. Tatsächlich, wenn jetzt die Grasrutsche Pulgon 2 besiegt hätte, hätten wir das noch verloren. Ja, krass. Aber der Gegner ist auf Mogulieb gegangen. Das hat uns auf jeden Fall geholfen, dass er es nicht versucht hat mit der Grasrutsche. Damit besiegen wir Gortrom und gewinnen den Kampf. Das war knapp, aber ein cooler Kampf. Unser letzter Gegner hat einfach einen Shillock. Was passiert hier? Aber wisst ihr was? Vielleicht ist es hier die beste Option, mal den Sumpf auszutesten mit Empoleon und Gortrom. Und dann würde ich hier, glaube ich, einfach wieder mit Ursaluna und Porygon 2 gehen, weil die hier sehr stark aussehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt auch noch den letzten Feldeffekt euch zeigen kann. Aber ich finde es sehr cool, dass von der gegnerischen Person wahrscheinlich halt einfach Shillock ein, ja, Pokémon ist, was diese Person sehr feiert und jetzt hier sogar mitkommt und ich habe direkt Angst. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Hier könnte uns vielleicht irgendeine Multi-Hit-Attacke erwarten, die dann mit Zornesfaust geboostet wird. Boah, habe ich echt Angst gerade, bin ich ehrlich. Ich werde trotzdem mal versuchen, den Sumpf hier rauszubekommen, indem wir auf Pflanzensäulen und Wassersäulen gehen. Wobei Shillock geht doch wahrscheinlich eh auf Schutzschild, wenn er es hat. Wir machen hier vielleicht einfach Wassersäulen und Pflanzensäulen hier rein. Und wir sehen einen Mogelhieb. Okay. Das ist blöd. das ist sehr, sehr blöd. Der bekommt leider einen Protzer raus. Okay. Aber wir müssen vielleicht recht früh unsere Terra-Kristallisierung committen. Denn die Wassersäulen machen natürlich nicht viel Schaden. Aber jetzt kann er einfach Ableitieb einsetzen. Hat halt 100er Base Zornesfaust. Aber es sollte noch nicht stark genug sein. Ja, ich glaube, dann gehen wir jetzt hier auf Terra-Pflanze Wassersäulen plus eben die Pflanzensäulen in Shillock. Und das Shillock wird rausgerufen. Das nimmt man auf jeden Fall schon mal mit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Empoleon jetzt eine Zornesfaust nimmt, aber auf plus 1 sollten wir es nehmen. Und er wechselt in den rein. Okay, es ist nicht optimal gerade. Alles, was hier passiert. Denn wir haben gleich für 4 Runden den Sumpf draußen. Das hilft. Aber da ist ein Bridoradon drin, was natürlich jetzt diese Pflanzenattacke nimmt. Denn Wasser und Pflanzen sollen zusammen wird zu einer Pflanzenattacke und dementsprechend nicht so optimal so Pflanzensäulen. Der wartet jetzt auf Empoleon. Wir haben die Wassersäulen direkt hinterher. Und jetzt wird's zu dieser Pflanzenattacke, genau. Wir haben Step drauf, was halt ganz cool ist, muss man sagen. Aber es macht halt immer noch gar keinen Schaden gegen Bridoradon. Und es kommt die Zähigkeit.
die etwas nervt. So, der Sumpf ist aber jetzt aktiv. Das heißt, der Gegner ist jetzt für 4 Runden langsamer. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und Ableitieb kommt raus. Okay, die Terra-Kristallisierung war hier richtig. So, wir können jetzt hier immer noch auf Gähner gehen, was ganz cool ist. Die Frage ist halt, wen wir jetzt hier schlafen schicken wollen. Eher dieses Epitaph oder eher dieses Briduradon. Der Gegner hat auf jeden Fall Überreste auf seinem Briduradon. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich würde jetzt hier trotzdem mal gerne auf den hier einsetzen. Und dann greifen wir einfach mal mit Holzhammer Epitaph an. Denn wir brauchen so viel Schaden wie möglich auf dem. Das macht sehr guten Schaden, muss man dazu sagen. Das nimmt man schon mal mit. Gerne kommt raus. Das ist halt jetzt gut, dass wir eben immer die schnelleren Pokémon haben. Mit dem Sumpf. Und ein Body Press. Auf plus 1 nehmen wir den. Ist das ein Double Up? Ja, es ist ein Double Up in Gortrom. Wir nehmen das aber auch sehr, sehr gut. Okay, das heißt, wir könnten jetzt sogar Epitaph gleich schlafen schicken. Das hilft auf jeden Fall auch. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Gähner hier rein. Und ich würde so gerne diesen Shillock-Switch in jetzt predikten. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Shillock jetzt hier reinkommt. Und wisst ihr was? Wir predikten das einfach mal. Komm. Nein, es kommt nicht Shillock rein. Schade. Vierfach resisteter Holzhammer. Jetzt ist er auf plus 2 Verteidigung. Ja gut, das war leider ein bisschen blöd. Aber ich fand es halt so offensichtlich, dass er jetzt in Shillock geht, damit der nächste Runde Mogenhieb am Start hat und so weiter und so fort. Aber der Gegner hat es leider nicht so gespielt. Das ist natürlich nicht so cool, denn Briduradon wird auf jeden Fall dadurch etwas gefährlicher. Jetzt kommt ein Bodypress hier rein. Das nehmen wir leider nicht. So, jetzt hat die Frage, gehen wir in Porygon 2 oder in Ursaluna? Weil Ursaluna baut natürlich viel Druck auf, aber ja, ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Briduradon wird jetzt erstmal schlafen, was gut ist. Das hilft extrem. Und Epitaph ist immer noch eine Bedrohung, leider, die wir nicht so easy wegbekommen werden. Aber zumindest haben wir jetzt gleich den Schlaf auf beiden. Ja, und deswegen gehen wir auch hier in Porygon 2 und werden uns hoffentlich den Spezialangriffsboost abholen. Den holen wir uns natürlich ab. Und dann gehen wir hier auf Eisstrahl plus Holzhammer. Ja, wir boosten natürlich die Zornesfaust weiter, was aber okay ist gegen zwei Normal-Pokémon. Und Ableitieb auf plus 1 sollten wir auf jeden Fall nehmen. Wir sehen aber den Epitaph-Wechsel. Okay, das ist natürlich jetzt spannend. Was kommt da rein? Es ist das gegnerische Gortrom. Oh, das ist auf jeden Fall alles nicht so easy. Ich meine, wir bekommen sehr viel Schaden drauf. Das ist gut. Gortrom wird jetzt hier besiegt. Nee, wir haben es ganz knapp überlebt. Eisstrahl. Chaotin leider ganz knapp nicht. Das ist auch schade. Und Briduradon kann seine erste Schlafrunde nutzen. Der Sumpf ist jetzt auch leider verschwunden. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr den Speed-Vorteil. Weshalb wir hier wahrscheinlich versuchen werden, einmal den Bizarro-Arm rauszubekommen. Und mit Holzhammer gehen wir dann auf Gortrom. Es kommt unser Holzhammer raus. Kein Mogenhieb. Okay, das ist super. Weil ich hoffe, dass unsere 5 KP von unserem Gortrom jetzt verschwinden, damit ich safe mein Ursaluna reinbekomme. Das wäre halt jetzt optimal. Aber Gortrom lebt leider noch. Das ist nicht ganz das, was ich wollte. Denn an sich ist es natürlich cool, ja, Gortrom lebt, haha, supi, aber eigentlich auch nicht ganz. Aber gut, Porygon 2 und Ursaluna können das halt immer noch richten. Da kommt jetzt erstmal Epitaph natürlich wieder rein, aber wir können jetzt hier auf Eisstrahl gehen und dann setzen wir einfach Holzhammer in Epitaph ein. Dann sollten wir uns auf jeden Fall durch den Rückstoß besiegen, was gut ist. Eisstrahl macht solid Damage auf dem. Natürlich bekommt er jetzt noch mehr Zähigkeitsboost, also dieses Briduradon wird immer gefährlicher, aber er schläft zum Glück noch. Das hilft schon mal. Und da kommt ein Protzer raus. Okay. Aber wir haben jetzt gleich unser Gortrom weg vom Feld. Wir bekommen Ursaluna rein. Und dann können wir mit Ursaluna ein paar Faxen machen. Das einzige Ding ist halt, dass der Gegner noch die Terra-Kristallisierung offen hat. Und das macht mir etwas zu schaffen, bin ich ehrlich. Und das Ding ist hier jetzt auch gerade, dass es so offensichtlich ist, dass ich mit Schutzschild Ursaluna hier komme, um mein Heißorb zu aktivieren, weshalb ich eigentlich das nicht so spielen möchte. Aus diesem Grund gehen wir einfach auf Eisstrahl und Schmetterramme. Komm, ich hoffe, dass die Kombination Epitaph besiegt. Erstmal sehen wir zum Glück ein Schutzschild. Also wir haben schon mal das richtige Pokémon angegriffen. Jetzt bitte besieg einfach das Epitaph. Das wäre richtig, richtig gut. Ich glaube leider nicht. Nee, das ist zu wenig Schaden. Und er hat noch eine Zitrobeere. Nein, 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 nein. Das ist ja richtig blöd. Und jetzt hält er sich ganz gut mit Ableitieb gegen. Die Frage ist halt, wie gut. Boah, das ist aber viel Schaden. Ah, die Zitrobeere war wirklich das, was es am Ende ausgemacht hat. Und er setzt sich Ableitieb auf Ursaluna ein. Krass. Und es war ein Volltreffer. Ja, der mattert, glaube ich, nicht. Er ist plus 1, ich bin minus 1. Nee, das mattert nicht. Schade, schade, schade. Boah, krass, dass er in den Schutzschild reingelaufen wäre. Ich dachte halt, Porygon 2 ist halt ein einfaches Target, so, weil Schutzschild in so einer Situation ist halt recht offensichtlich, weil ich habe ja Heißorb und so, hat der Gegner gut gemacht. Aber ja, also ich muss ehrlich sein, das Matchup ist hart. Ja, da ist ein Shillock drin, aber das Shillock ist jetzt nicht die Bedrohung. Die große Bedrohung ist halt dieses Epitaph, weil wir haben halt gar nicht so viel Druck auf das Epitaph, außer wir bekommen einen Freeze. Ja, vielleicht haben wir noch eine Win-Con. Einen Moment. Wir haben jetzt keinen Regenbogen aktiv, aber wenn wir
jetzt immer den Freeze bekommen würden, würden wir das noch gewinnen können. Aber gut, er taut auf. Was ein Kampf, was ein Video. Man kann nicht immer mit den Kombinationsattacken gewinnen. Aber das war auf jeden Fall sehr cool. Und ich konnte euch alle Effekte zeigen. Ich hoffe, es war alles nachvollziehbar. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf weitere coole Videos von mir. Wenn ja, schaut doch gerne mal hier vorbei.